heute in Lendersdorf, um Ihnen den afghanischen Tiger vorzustellen. Aber dafür sind wir nicht etwa in den Zoo gefahren, sondern ins Studio von Bagdash Saidi. Er ist der amtierende deutsche Meister im Thai-Boxen. Und wie er zu seinem Namen gekommen ist, das fragen wir ihn jetzt. Sie sind der amtierende deutsche Meister im Thai-Boxen. Ist das richtig? Das ist richtig. Liebe Stadt-TV, herzlich willkommen zu meinem Studio, das Championschen. Mein Name ist Bagdash Saidi, wie schon erwähnt, der afghanische Tiger und zurzeit der amtierende deutsche Meister im Thai-Boxen, genau. Wenn man sich diese Beinamen Tiger oder Knochenbrecher anhört, das klingt ja doch ziemlich gefährlich. Wie kommt man denn zu solchen Namen? Es ist so, dass man diese Namen wirklich erringt. Bei mir war es zum Beispiel so, der afghanische Tiger. Ich habe damals bei meiner deutschen Meisterschaft, das war ein Turnier, bei den ersten zwei Kämpfen sehr große Verletzungen mit mir gezogen. Und im Finale hatte ich ein sehr dickes Auge sozusagen, mein Bein war verletzt. Nach den Ärzten sollte ich oder durfte ich eigentlich nicht mehr kämpfen, wollte aber selber. Und man hat mir das Ganze dann auch zugelassen, habe dann im Finale gegen den holländischen Champion damals gekämpft und habe das Ganze mit meinen Verletzungen sehr, sehr gut gekämpft und habe anschließend nach dem Kampf von dem Nationaltrainer, ja, da ich halt wie ein Tiger gekämpft habe und da ich aus Afghanistan komme, den Namen dann bekommen, afghanischer Tiger. Was ist denn Ihr nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel ist, ich möchte gerne Europameister werden, Weltmeister werden und das Ganze am besten oder am liebsten hier in Düren austragen, wenn das Ganze gut geht, in der Arena Kreis Düren. Und mal schauen, was die Zukunft so sagt. Sie bereiten sich ja sicherlich auch individuell vor auf die Kämpfe. Können Sie uns denn mal so eine kleine Kostprobe geben? Wie sieht das Ganze aus? Ja, gerne. Ja, danke schön, liebe Stadt-TV, dass ihr hier wart und ich hoffe, Zuschauer haben jetzt ein bisschen Eindruck bekommen von uns und ja, ich kann mich nur bedanken und ich hoffe, dass wir uns demnächst hier in Düren bei meiner Europameisterschaft sehen. Dankeschön nochmal.